Das Coronavirus hat nun auch Deutschland fest im Griff. Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an die Menschen hierzulande, ihre sozialen Kontakte so weit wie möglich einzuschränken. Dies sagte Merkel nach einem Treffen mit den Ministerpräsidenten in Berlin. Wir haben es, und das zeigen die neuesten Zahlen, mit einem sogenannten dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun. Das heißt, die Zahl der infizierten Personen steigt sehr stark an. Und deshalb ist heute noch einmal in schärferer Form, als das in den vergangenen Tagen notwendig war, gesagt worden, dass wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll. Demnach ist auch die Absage von ausschließlich Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern angesichts der Ausbreitung des Coronavirus nicht mehr haltbar. Und deshalb haben wir heute zusätzlich zu der Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern auch verabredet zwischen Bund und Ländern, dass ein Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen unter 1000 Teilnehmern dem folgen sollte. Die Schließung von Schulen und Kitas in weiten Teilen Deutschlands werden indes immer wahrscheinlicher. Bayern will darüber am Freitag beraten. Die Zahl der durch das Coronavirus gestorbenen Menschen in Deutschland stieg auf 6. Es gibt etwa 2370 bestätigte Infektionsfälle.